darf Sie herzlich begrüßen. Wir drei dürfen Sie begrüßen. An meiner linken Seite wie immer die Referatsleiterin in der Abteilung 6 für alle meine Zuständigkeiten, die dort sind, von der Familie über Jugendschutz, über Konsumentenschutz und. Ich erspare Ihnen die Aufzählung, die Frau Magister Varga. Zur anderen Seite eine Dame, mit der Sie vielleicht telefoniert haben, aber Ihr Gesicht dazu nicht haben. Die Frau Magister Landl ist die neue Mitarbeiterin im Konsumentenschutz, Juristin. Und ich möchte diese Gelegenheit heute wahrnehmen, neben den Inhalten Ihnen auch die Dame neu vorzustellen. Wir sind ja mehrere, Gott sei Dank, sehr kompetente Juristen, Juristinnen. Einer davon sitzt im Südburgenland, der Herr Magister Dunkel, der auch Bezirkshauptmann Stellvertreter für den Bezirk Jenersdorf ist. Und es hat sich daher einige personelle Verschiebungen in den letzten Monaten ergeben und wir freuen uns, dass wir die Frau Magisterin Andl jetzt für unsere Abteilung dazu gewinnen haben können. Um was geht es heute? Es geht, und das wird Sie nicht überraschen, das haben Sie auch der Presseeinladung entnehmen können, natürlich ums Weihnachtsgeschäft. Wenn man rausgeht, glaubt man, die Welt geht bald unter und die letzten Einkäufe müssen noch erledigt werden. Ich möchte aber den Konsumenten im Burgenland und die Konsumentin einfach begleiten die nächsten Tage mit dem Konsumentenschutz und mit den Damen und Herren Juristinnen und Juristen, weil ich glaube, dass da einiges auf uns zukommt. Der Titel der Pressekonferenz heute ist, glaube ich, eh sehr aussagekräftig, nämlich des einen Freud, des anderen Leid. Es wird natürlich jetzt zu Weihnachten viel, viel mehr gekauft. Die Wirtschaft freut sich, die Arbeitsplätze sind gesichert. Ich habe vor einiger Zeit im Rahmen einer Pressekonferenz nur darauf hingewiesen, Vorsicht, ich bin auch für Schuldnerberatung zuständig und wir wissen beide, was nach Weihnachten auf uns zukommt, nämlich dass Menschen sich durch das Weihnachtsgeschäft leider auch noch mehr verschulden. Aber heute geht es mir darum, dass ich die Menschen begleiten möchte, wenn sie etwas kaufen, wo sie drauf kommen, dass es leider nicht das ist, was sie geglaubt haben zu besitzen. Wir haben die Weihnachtszeit als Geschenkszeit und damit natürlich geht es immer um Umtausch, um Umtauschrechte, um Gutscheine, um Garantie, um Gewährleistung. All diese Dinge sind natürlich immer eine Frage und ein Dauerbrenner ausgelöst durch die Weihnachtszeit. Natürlich, und heute ist auch wieder in verschiedenen Printmedien drinnen, geht es immer wieder auch um missbräuchliche Online-Geschäfte. Das hat uns sicher heute in der Früh alle schon begleitet beim Zeitungsstudieren und das begleitet uns die letzten Wochen sehr stark. Es wird immer mehr, die Tendenz geht dazu, online etwas zu bestellen. Und auch dazu möchte ich dann kurz etwas sagen, weil das natürlich auch eine Gefährlichkeit mit sich bringt und sie wird immer größer. Wir begleiten die Konsumentinnen und Konsumenten natürlich immer strategisch. Das bedeutet auch mit Konsumentinnen und Konsumenten Haltungen. Und Sie wissen beispielsweise auch, dass 57% aller Menschen, die zu Weihnachten einkaufen, schon online einkaufen. Und damit wird es natürlich noch schwieriger. Was passiert dort? Gerade beim Online-Kauf gibt es bestimmte Fristen, bestimmte Inhalte und manchmal wird dann halt auch der Datenklau ganz groß geschrieben. Es wird weitergemeldet, es wird weitergegeben. Ich warne nur davor, ich bin nicht altbacken und altmodern, ich bestelle auch online. Nun muss ich halt schauen, bei wem und was gebe ich dort preis. Und wenn ich alle meine Daten wegschicke, und seriöse Firmen wollen das gar nicht, dass sie die Kreditkarten und so weiter haben, dann muss ich ja wissen, es kann passieren, dass ich nichts kriege, dass ich trotzdem vorher schon bestellt habe. Das Risiko ist natürlich beim Online-Kaufen sehr groß. Ich bestelle, zahle und kann vielleicht dann nichts kriegen und die Online-Firma auf der anderen Seite gibt es gar nicht mehr nach Weihnachten. Dann ist das alles natürlich immer offenbar. Wir haben 2014 einige Neuerungen für die Konsumentinnen und Konsumenten. Ganz wichtig war, und daran haben wir ja auch gearbeitet, ist die Verbraucherrichtlinie Juni 2014. Wirklich ein Meilenstein, auf den wir gewartet haben. Da geht es ganz konkret beispielsweise wirklich um Verbesserungen, sehr verbraucherfreundlich, um Verbesserung, Information, Erweiterung der Rücktrittsmöglichkeiten, Verlängerung von Fristen, damit man sich von Geschäften verabschieden kann, wieder wenn man drauf kommt, das war nicht ganz gescheit und so weiter. Also nur um ein Beispiel zu nennen, Haustürgeschäfte.
wir kriegen viele Anrufe zur Zeit, das ist auch wieder Weihnachten natürlich sehr, sehr stark. Das glaubt man gar nicht, das gehört nicht der Vergangenheit an, sondern da wird schon noch einiges getan. Natürlich auch Spendenorganisationen, die jetzt unterwegs sind. Aber bitte alles immer nur mit, bitte zeigen Sie mir einen Ausweis, zeigen Sie mir eine Bestätigung, für wen Sie unterwegs sind. Ich bin selber Volkshilfe, Ehrenamtspräsidentin, wir sind auch unterwegs, aber das geht nicht, dass ich, ohne dass ich einen Ausweis und so weiter habe. Weil das brauche ich, wenn ich was bestelle. Früher war es 7 Tage Rücktritt, jetzt 14 Tage. Ganz, ganz wichtig. Und viele Regelungen, die einfach dem Verbraucher helfen und vor allem in seiner Beschwerdeführung. Was mir ganz wichtig war, auch war wieder die Bitte von vielen Menschen, Kalender aufzulegen. Vorher haben wir ja vor einigen Jahren, ich habe glaube ich ein, zwei Jahren kennengelernt. Und jetzt haben wir uns überlegt, den doch wieder aufzulegen. Vor allem kam natürlich das von unserem Hauptklientel, nämlich Frauen, die zu Hause sind. Sie wissen, die Regelung, Menschen, die in einem Arbeitsprozess sind, sind ja bei der, werden ja von der Arbeiterkammer Gott sei Dank begleitet. Aber Frauen, die zu Hause sind oder Pensionisten, Jugendliche, Schüler, Schülerinnen und so weiter, Riesenklientel ist bei uns, weil das der Arbeiterkammer gar nicht möglich ist. Naja, und wir haben von den Pensionisten vor allem viele Anfragen gehabt. Und das ist er, der neue Konsumentenschutzkalender. Das heißt, schaut, ist ein normaler Kalender. Aber die Sache ist, dass jedes Monat, sehen das jetzt sehr deutlich, immer ein Tipp dabei ist. Und nicht ganz zufällig, ist beispielsweise schon im Jänner Gültigkeit von Gutscheinen. Da werden ja die Gutscheine dann, die man zu Weihnachten bekommt, werden die ersten Konsumenten sich Richtung ich löse meinen Gutschein ein bewegen, und dann ist immer die Frage, wie lange ist der Gutschein gültig, aber das möchte ich Ihnen überlassen, ich sage nur so viel, nicht das, was draufsteht, sondern weitaus mehr, also keine Sorge. Da gibt es also sehr gute, die gängigen Tipps, man schmeißt es normal auch nicht weg, sondern hält es auf, und damit ist der Kalender nicht nur eine informative Geschichte, wo man was aufschreiben und einschreiben kann, sondern auch immer mit einem Tipp. Wie geht es uns, und damit komme ich schon zum Abschluss, wie geht es uns im Konsumentenschutz, wird es mehr? Ja, vorweg, damit die Frage selbst beantworten. Klar, die Zeit wird immer schnellläufiger, man schließt viel mehr und manchmal wirklich leider nicht gut überlegte Geschäfte ab. Es wird immer mehr, es wird im Konsumentenschutz immer mehr. Das sind natürlich von Kaufverträgen bis zu Mietrecht, das wir ja auch mithaben, Mietrecht immer mehr Probleme, insofern nicht Probleme. Man muss sich Verträge halt anschauen, und die Menschen haben immer weniger Zeit. Steigend im Konsumentenschutz, steigend im Mietrecht, die Zahlen sprechen also wirklich eine Sprache für sich. Beispielsweise, gleich mal vorweg, was wir alleine nur im Konsumentenschutz ohne Mietrecht, und wir den Menschen im Burgenland 200.000 Euro, über 200.000 Euro erspart. Da geht es meistens nur um Rücktritte und alles andere, inklusive natürlich, dass wir dort den Menschen viel helfen bei Gewährleistungen und Garantiegeschichten. Manchmal auch bei Bankgeschäften über die Bankenombudsfrau. Wie schaut es aus mit den Zahlen? Wir haben bis 15.12., das war für uns die Deadline, über 1800 Konsumentenschutzberatungen durchgeführt, bedeutet wieder mal steigend. Und ich möchte mich da wirklich im Rahmen der Pressekonferenz ganz, ganz herzlich bedanken bei den Juristinnen und Juristen, weil die Materien nicht leichter werden und immer mehr werden. Die Zahl ist ähnlich wie im Vorjahr, nur die Mietrechtsberatungen, bitte halten Sie fest, dann wieder mal gestiegen, nämlich wir haben zurzeit 43% von den ganzen Anfragen sind alleine im Mietrecht. Also von 100 Anfragen im Konsumentenschutz kommen 43 zum Mietrechtsthema. Einige Vergleichswerte dazu, dass Sie sehen, dass das Thema Mietrecht und Wohnung und Haus immer mehr wird. 2010 1612 Beratungen, 2011 1819, 2012 1840, 2013 1851 und 2014 eben bis 15.12. bereits 1805. Also wir werden dort schon wieder hinkommen, wo wir sind, nämlich steigend.
Ich muss natürlich auch schauen, und jetzt muss ich mich wirklich ein bisschen selber loben, zuletzt, andere Länder wären froh, wenn sie das hätten, was wir haben. Die Schuldnerberatung ist in allen Ländern ein Verein, die jedes Jahr zittern, dass er Geld kriegt. Der Konsumentenschutz ist nicht in allen anderen Bundesländern in der Geschäftsordnung überhaupt drinnen, der Regierung. Und wir haben es drinnen und sind weder hier noch in der Schuldnerberatung noch beim Mieterrechterverein, sondern unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben den Schutz des Landesdienstes. Und das ist mir auch wichtig. Und daher, ich muss das wirklich betonen, weil man immer wieder vergisst drauf, was eigentlich nicht selbstverständlich ist. Alle anderen Bundesländer, vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, beneiden glühend unsere Mitarbeiter, weil wir wirklich gut arbeiten können, weil auch die Rahmenbedingungen dazu passen. Gut, Konsumentenschutz, wie gesagt, geht uns alle an. Ich sage daher jetzt schon an eine Dame weitergeben, die jetzt viel, viel Arbeit hat und wahrscheinlich, sie wird sie wundern, nachdem sie erst das nach Weihnachten ist und erst im Jänner und im Februar los ist. Ja, wie bereits angesprochen, gerade in der Vorweihnachtszeit ergeben sich für den Konsumenten sehr viele Fragen. Ich möchte jetzt hier in diesem Rahmen einige Themen kurz erörtern. Einmal die Gewährleistung und die Garantie, das sind zwei Begriffe, die von den Konsumenten sehr gerne verwechselt werden. Gewährleistung ist grundsätzlich ein gesetzlich geregeltes Recht, auf das der Konsument einen Rechtsanspruch hat. Die Garantie hingegen ist ein freiwilliges Angebot eines Unternehmens, auf das der Konsument keinen Rechtsanspruch hat. Das Recht auf Gewährleistung beinhaltet für den Konsumenten entweder das Recht auf Reparatur der Sache oder auf Austausch, das Recht auf Preisminderung oder das Recht auf Wandlung vom Vertrag, sprich Vertragsrücktritt. Wenn die Sache zum Zeitpunkt der Übergabe mangelhaft war, das ist eine Voraussetzung dafür. Die Fristen bei der Gewährleistung betragen bei den beweglichen Sachen 2 Jahre und bei den unbeweglichen Sachen 3 Jahre. Wird dieser Mangel vom Konsument innerhalb von 6 Monaten dem Verkäufer angezeigt, muss der Verkäufer beweisen, dass die Ware zum Zeitpunkt der Übergabe nicht mangelhaft war. Und danach, nach dieser Frist, nach diesen 6 Monaten, muss der Konsument beweisen, dass der Mangel bereits bei Übergabe vorhanden war. Das ist einmal kurz also zur Gewährleistung und Garantie. Ein weiteres wichtiges Thema für die Konsumenten ist das Untauschrecht. Das wird dann wahrscheinlich erst nach Weihnachten interessant für die Konsumenten. Wichtig ist also auch dort festzuhalten und also die Konsumenten darüber zu informieren, dass das ein freiwilliges Angebot des Unternehmers darstellt. Es gibt auch hier keine gesetzliche Regelung dafür. Wenn man sicherstellen möchte, dass man ein Untauschrecht hat, dann sollte man beim Kauf der Ware das mit dem Verkäufer vereinbaren und sich diese Vereinbarung auch entsprechend auf dem Kassabeleg vermerken lassen. Es gibt zahlreiche Unternehmen, die bieten das von Haus aus an und da ist das dann auch schon vorgedruckt auf dem Kassabeleg drauf. Wer dann in der Folge seine Ware umtauschen möchte, der kann sich eine neue Ware aussuchen. Wenn er nichts findet, bekommt man meistens einen Gutschein. Geld zurück gibt es meist nicht. Die Gutscheine, wie wir vorhin gehört haben, sind ebenfalls in der Vorweihnachtszeit sehr beliebt. Bei den Gutscheinen ist es wichtig, bei der Gültigkeitsdauer, also auf die Gültigkeitsdauer des Gutscheines zu achten. Wenn keine Gültigkeitsdauer angegeben ist, sind Gutscheine grundsätzlich 30 Jahre lang gültig. Eine kürzere Frist ist möglich, aber diese Fristen müssen angemessen sein, um den Konsumenten nicht gröblich zu benachteiligen. Die oberstgerichtliche Judikatur sagt dazu, dass Befristungen von 2 Jahren und unter 2 Jahren nicht zulässig sind. Nach Ablauf einer unzulässigen Befristung muss der Gutschein entweder akzeptiert werden, verlängert werden oder man erhält das Geld zurück. Thema Onlinehandel ist ebenfalls sehr wichtig, nicht nur in der Vorweihnachtszeit, aber auch speziell in der Vorweihnachtszeit. Wichtig ist es darauf zu achten, das ist eh schon angesprochen worden, dass man bei seriösen Händlern einkauft. Eine eindeutige Identifikation des Händlers muss möglich sein, also er muss den Namen, Anschrift, es muss alles auf der Homepage aufscheinen, Firmenbuchnummer, wichtig, also ein Beispiel also für seriösen Händler wäre auch das E-Commerce-Gütesiegel, wenn man darauf achtet. Der Unternehmer muss vorvertragliche Informationspflichten einhalten, die muss er nachweislich erbringen.
Und speziell für den Onlinehandel ist diese Buttonlösung eingeführt worden, die besteht aus zwei Teilen. Der Unternehmer muss einerseits den Konsumenten unmittelbar vor Vertragsabschluss in klar und hervorgehobener Weise über die wesentlichen Inhalte vom Vertrag informieren. Und andererseits muss der Konsument, um entgeltpflichtig zu werden, dies ausdrücklich bestätigen, weil ansonsten ist er an die Vertragspflicht nicht gebunden. Weiters ist es wichtig für den Konsumenten zu wissen, dass er ein gesetzliches Rücktrittsrecht hat. Das beträgt jetzt eben seit Juni 2014 14 Tage. Er kann 14 Tage ab Vertragsabschluss bzw. ab Erhalt der Ware vom Vertrag ohne Angabe von Gründen zurücktreten. Wichtig ist auch, dass eine entsprechende Belehrung vom Unternehmer erfolgt ist. Wenn das nicht erfolgt ist, dann verlängert sich die Rücktrittsfrist um 12 Monate. Der Widerruf kann grundsätzlich formlos erfolgen. Es wird aber empfohlen, den Widerruf schriftlich eingeschrieben zu verschicken, als damit man einen entsprechenden Nachweis hat. Ein bloßes Zurücksenden der Ware ohne einen entsprechenden Vermerk, das genügt grundsätzlich nicht. Nach dem Rücktritt muss der Verbraucher die Ware unverzüglich zurückschicken. Wenn er darauf hingewiesen wurde, muss er auch die Kosten für die Rücksendung tragen. Wenn er vom Unternehmer nicht darauf hingewiesen wurde, dann muss der Unternehmer die Kosten tragen. Große Online-Unternehmen, die bieten meistens freiwillig die kostenlose Rücksendung an. Beispielsweise, also kein Rücktrittsrecht gibt es beispielsweise bei maßgeschneiderten Waren, bei entsiegelten Waren oder bei verderblichen Waren. Diese gesetzlichen Regelungen, die ich bereits angesprochen habe, die vorvertragliche Informationspflicht, die Buttonlösung, das Rücktrittsrecht, das ist im Rahmen der EU-Richtlinie mit 13.06.2014 in Österreich umgesetzt worden. Dieses Umsetzungsgesetz hat zahlreiche Änderungen für den Konsumenten gebracht. Einerseits im Konsumentenschutzgesetz die 14-tägige Rücktrittsfrist. Andererseits eine grundlegende Änderung ist auch, es wurde das Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz neu erlassen. Es gibt auch noch weitere Schutzbestimmungen im Rahmen dieses Umsetzungsgesetzes. Beispielsweise bei Dienstleistungsverträgen, die übers Telefon abgeschlossen werden, bedarf es eines Doppelbestätigungsmechanismus. Der Unternehmer muss danach sein Angebot auf einem dauerhaften Datenträger, E-Mail, schriftlich dem Konsumenten zur Verfügung stellen und der Konsument muss das dann schriftlich annehmen, damit dieser Vertrag wirksam zustande kommt. Wichtig ist, interessant für Konsumenten ist auch, dass bei Kundenhotlines die kostenpflichtige Mehrwertnummer unzulässig ist. Es darf hier nur mehr der Grundtarif anfallen. Für Zusatzzahlungen von Nebenleistungen, wie zum Beispiel Stromversicherungen, bedarf es einer ausdrücklichen Zustimmung vom Verbraucher. Dann gibt es noch Regeln für die Lieferfristen, die sind grundsätzlich frei vereinbar. Wenn nichts vereinbart wurde, sagt man, der Unternehmer muss die Ware ohne unnötigen Aufschub bis spätestens 30 Tage danach sollte die Ware beim Konsumenten sein. Und dann noch zum Schluss kurz die Gefahrtragung bei der Versendung der Ware, die trifft den Unternehmer. Die Gefahrtragung geht dann erst auf den Konsumenten über, wenn er die Ware erhalten hat. Ja, das ist nur ein kurzer Überblick über diese gesetzlichen Bestimmungen. Die konsumentenschutzrechtlichen Regelungen sind teilweise sehr komplex und für die Konsumentinnen und den Konsumenten oft nicht so durchschaubar und deshalb wird empfohlen, sich da also unverzüglich auch beraten zu lassen. Herzlichen Dank. Ich weiß, dass wir Sie jetzt absolut überfordern, geht gar nicht anders, aber es ist so. Aber wir werden Ihnen natürlich alle Unterlagen zur Verfügung stellen und gleich ein Hinweis, da steht alles im Kalender. Wir haben Ihnen auch einen mitgegeben. Ich darf auch für die Menschen, die Sie erreichen mit Ihrer Berichterstattung, anbieten, auf jeder BH liegen genug Kalender auf. Es ist unmöglich und dann brauchen wir eine eigene Abteilung mit 50 Mitarbeitern. Wenn wir jetzt alle verschicken, das ist nicht möglich. Aber sie liegen auf, sie sind im Internet. Und wie gesagt, auf jeder BH gibt es genug und sie können auch sofort wieder nachgeliefert werden. Die Menschen sind jetzt viel unterwegs und auch in den Bezirksvororten. Und wir versuchen auch die ältere Generation zu unterstützen. Bei größerer Menge schicken wir schon zu. Aber es ist anders unmöglich, aber da befindet sich alles drinnen. Und ich merke, ich habe sie jetzt beobachten dürfen, wenn sie beispielsweise hören, Gutscheine. Ist so.
Aber da muss der Kunde dann auch, wenn er jetzt ins Geschäft geht und sagt, ich möchte einen Gutschein. Ein Gutschein ist ja ein unglaubliches, tolles Geschäft für den Verkäufer und für den Unternehmer, weil ich zahle jetzt und irgendwann mal löse, nein, der kann mit meinem Geld jetzt schon arbeiten. Aber dafür muss man dann auch sagen, ich lege Wert, dass der Gutschein nicht bis 31. März ausgestellt wird, 2015. Sondern jeder kann sagen, ich möchte den Gutschein bis 31.12.2015 haben. Das machen die Menschen auch. Aber man muss ja hinweisen, und wie gesagt, mindestens 2 Jahre. Und ich werde selber so viel gefragt, immer wegen Gutscheinen. Ganz klar, unter 2 Jahre würde ich das nicht akzeptieren, aber dann brauche ich schon einen Konsumentenschutz. Wenn ich jetzt einen Gutschein kaufe und da steht drauf, 31.03. ist der Masseurgutschein, ich hoffe, ich kriege viele, das ist eine kleine Mitteilung an meine Kinder, dann, wenn ich das zulasse, muss ich nachher schon einen Konsumentenschutz bitten, die dann halt sagen, okay, Sie haben das Recht, bis zu 2 Jahren das auszudehnen. Aber wenn ich gleich sage, schreibt was anderes rein, ich zahle ja dafür, dann ist das Allergescheiteste. Gut, Sie werden Fragen haben und wie gesagt, im Kalender steht es, wir geben Ihnen alle Unterlagen, werden wir Ihnen nachsenden, das was wir jetzt sozusagen von uns gegeben haben, dass Sie alle Daten und Fakten im Einzelnen nochmal haben.